Die Außenwand der alten Reithalle in Wismar ist bunt. Der Graffiti-Künstler Tan Nguyen Tat kam auf die Idee, die Außenwand zu gestalten. Ich habe die Mauer gesehen, die war leicht beschmiert, auch kaputt. Und dann kannte ich den Graffiti-Beauftragter und habe ihn einfach angerufen und gesagt, Herr Leohard, wie wäre es denn, wenn wir was Schönes hier anbringen? Verbindung zwischen Graffiti und auch Malerei und was die... dass das Publikum dann als normal künstlerisch ansehen, nicht nur als Schmierereien. Bei meisten definiert man ja Graffiti als Schmierereien. Die Stadt Wismar unterstützt das hanseatische Kunstwerk mit einer Summe von rund 1.500 Euro. Zukünftige Graffiti-Projekte sind in Planung. Gleichmäßig näher ran.